Hello and welcome to my channel. For English subtitles, please do this. Hallo und herzlich willkommen bei Butterfly Spirit, The Art of Transformation. Mein Name ist Freya. Ja, und lieber Zwillinge, du bist natürlich hier, um dir deine Oktoberbotschaft wie immer bei mir abzuholen. Ja, und solltest du ganz neu hier an meinen Tisch in meinen Kanal geflattert sein, lieber Butterfly, dann findest du alles über mich unten in der Videobeschreibung. Natürlich auch die Playlist von all diesen Dingen, die ich dir anbieten kann, auf deinem Weg zur Transformation von der Raupe zum Schmetterling, also in dein Meisterbewusstsein hinein. Und du darfst die natürlich dir kostenlos einmal ein bisschen durchschauen. Ja, wir werden deine Legung mit diesem wunderschönen Tarotdeck Wächter der Nacht machen. Allgemeine Ebene, Finanzen, Beruf und Liebe und Beziehung. Und die Botschaft, die mediale, habe ich für den Monat Oktober empfangen, dass hier die Engel einmal ein bisschen für dich sprechen möchten. Und ich werde dir einen Engel, eine Engelskarte hier herauswählen. Auch das Thema, was für dich im Oktober aktuell sein wird. Und dieser Engel wird dich in diesem Thema definitiv sehr gerne begleiten. Auch werde ich dir am Ende noch den Meister oder die Meisterin wählen, die dich hier in deinem Prozess im Monat Oktober begleiten wird, mit dem wunderschönen Deck hier, die Hüter des Lichts. Ich heiße dich auf jeden Fall ganz, ganz herzlich willkommen hier, lieber Zwillinge, und ich bedanke mich jetzt schon im Voraus für ein Like, für einen Kommentar, natürlich für das Abonnieren des Kanals, für einen Thanks, wo du mir eine kleine Spende machen kannst oder auch eine Spende über PayPal oder mein Bankkonto für mich, um meine kleine Daisy hier, das ist mein Bus, das ist mein Zuhause, für Benzin und Essen. Ich bedanke mich von ganzem Herzen bei dir. Ja, Zwillinge, lass uns doch genau direkt hineinstarten in deine Schwingung, in deine Legung für Monat Oktober. Ich weiß, ich habe immer noch nicht das Mikrofon gewechselt hier. Ich sollte mal ein Ansteckmikrofon mir kaufen. Aber witzigerweise, ich hatte einmal eins und ich muss sagen, die Tonqualität ist also schlechter damit als hier mit diesem ganz normalen Handy-Mikrofon. Naja. Ab nächstes Jahr wird mein Kanal sowieso einiges an Erneuerungen erfahren. Vor allem der Mitgliederbereich wird extrem interessant gestaltet werden für dich. Gerade wenn du dich mit den Arbeiten mit den Weißen Bruderschaften, den aufgestiegenen Meistern interessierst. Aber natürlich für alles, was in deiner Transformation ist und was dir dort dienlich sein wird. Spirit, bitte, Zwillinge, Oktober. Spirit. Abschied. Zwillinge, Abschied. Nun gut, Abschied muss nicht heißen Abschied, sondern Abschied. Hier, dieser Engel sagt dir auch, dass du loslassen sollst. Und zwar von allem, was dir nicht mehr dienlich ist. Er hilft dir im Loslassprozess von Dingen, die dich niederdrücken. Das heißt, von niederen Energien, das können Menschen sein, das kann eine Arbeit sein, das kann eine finanzielle Belastung sein, das kann natürlich auch zu viel Materialismus sein, im Sinne von, vielleicht hast du dir sehr viele Dinge angehäuft, lieber Zwillinge, wo du merkst, boah, ich muss meine Wohnung ausräumen, ich muss Raum schaffen für mich, neue Energie schaffen für mich. Oder vielleicht wird sich tatsächlich ein geliebter Mensch in deinem Leben von dir verabschieden.
Das werden wir hier vielleicht herausfinden. Lass mich mal ganz kurz die Kamera ein bisschen tiefer stellen hier. Ja. So, ja. Ich hoffe, jetzt fliegt sie nicht um. So, ja. Damit du die Karten ein bisschen besser siehst. Ich werde dir sowieso jede einzelne natürlich wie immer zeigen. Ja, also der Engel des Abschieds wird dich im Oktober begleiten. In allen Themen, wo du fühlst, dass du Abschied davon nehmen solltest. Abschied oder eben, er sagt auch loslassen. Und es ist ein Unterschied, würde ich sagen, zwischen sich, also nein, eigentlich nicht. Es gibt eigentlich ja auch nicht wirklich einen Abschied im Sinne von, weil wir sind ja kollektiv eigentlich eine Seele, wir sind ein Bewusstsein. Trennung existiert eigentlich nicht. Selbst wenn wir uns von einem Partner verabschieden oder von einer Arbeit oder da vielleicht noch eher, aber wenn es ein Mensch ist, dann ist es eher ein Loslassen. Und manchmal ist es gut, wenn es jetzt ein Partner ist, dass man sich auch freischneidet nachher. Ganz bewusst eine Freischneidung macht mit Erzengel Michael, um auch wirklich dieses Energieband, das uns hier noch verbunden hat, um es frei zu machen, um den anderen gehen zu lassen, aber auch sich selbst, vor allem all das Negative, das man vielleicht mit sich genommen hat. Weil wir wollen uns nicht immer und immer wieder inkarnieren mit negativem Karma oder mit Seelenverträgen, wo wir noch etwas lösen müssen. Ja, du fühlst es für dich, Zwillinge. Lass uns reinschauen. Allgemeine Ebene bitte für den Zwillinge Oktober. Ja. Also ich habe hier eine Nebenenergie und ich weiß nicht, ob ich das hier so sagen sollte, aber es könnte hier, ah, es fällt mir immer schwer. Und Achtung, ich sage nicht, dass du das wirst, sondern ich sage, dann ist es schon geschehen. Es könnte auch sein, dass du hier ein Kind verloren hast, lieber Zwillinge. Boah, ich bekomme sowas von Gänsehaut. Weil ich sehe hier eine ganz leichte Feder. Und wenn es das nicht ist und du Abschied nimmst, ansonsten von einer Beziehung oder von deiner Familie oder von irgend sonst einem Menschen, kann ich dir sagen, diese Seele, also diese Beziehung macht dich frei. Ich sehe eine ganz leichte weiße Feder in meinem, im Spirit. Das gibt Spirit mir als noch ein Zeichen für dich. Eine ganz leichte Feder macht dich frei. Zwillinge. Ja, mach dich frei. Mach vielleicht eine Freischneidung oder Power Transformation hier. Und ich bin selbst Mutter. Ich weiß, wie sich das anfühlt, wie sich das anfühlt, weil mein erster Sohn wurde mir entführt und ich habe ihn dadurch verloren. Ja, also ich weiß, was Verlust und Abschied bedeutet, ja. Ass der Kelche, Liebe. Neun der Kelche. Viele, viele, viele Gefühle. Vier der Stäbe. Wow. Aber, Ist dennoch eine Vollendung hier. Allgemeine Ebene, jetzt kommen wir zu Finanzen, Beruf. Finanzen, Beruf, Oktober, Zwillinge, bitte. Finanzen, Beruf, Oktober, Zwillinge, bitte. Aber das ist eine sehr kraftvolle Legung. Also, was auch immer dieser Abschied ist, der bringt dich, wow, in eine ganz neue, auf eine ganz neue Ebene hier. Vielleicht musst du das auch tun. Vielleicht fordert dich dieser Engel auch auf, Abschied zu nehmen, wirklich tatsächlich von einer Beziehung, von Familie, von einem Job, von einer Lebensstruktur, von Glaubenssätzen, was auch immer dich hält, dass du leicht wirst.
wie eine Feder. Das bringt dich hier weiter. Oder du hast etwas im Abschied genommen von etwas, was du sehr liebst eigentlich. Liebe Beziehung bin ich schon, du siehst das hier. Sender Kelche, drei der Stäbe. Auch hier ist gut. Auch hier ist gut. Interessant. Also wir haben allgemeine Ebene Ass der Kelche. Und das ist das Maximum an Liebesenergie. Das ist vor allem göttliche Energie. Sie stand aber eigentlich Kopf. Also darum könnte ich auch sagen, es könnte sich hier um einen Verlust einer großen Liebe in deinem Leben gehandelt haben. Oder was du gedacht hast, es ist Liebe, es ist dein Seelenpartner, es ist deine Zwillingsflamme. Dazu habe ich übrigens ein Video gemacht. Du findest es irgendwo hier. Scroll einfach mal durch die drei verschiedenen Arten von Beziehungen, die wir eigentlich führen. Wir haben nämlich karmische Seelenpartner und Zwillingsflamme. Das sind verschiedene Formen. Vielleicht hattest du das Gefühl, dass dieser Mensch ein Seelenpartner ist oder eine Zwillingsflamme. Aber am Ende war es vielleicht ein karmischer Partner. Also aus der Kelche in umgedrehter Form, ich fühle, ich sollte es auch so lesen. Eigentlich ist es eins in einem. Ich glaube, dass du hier etwas verlierst und Abschied nimmst, aber gleichzeitig du auf die Chance dieser wahren Liebe zugehst. Weil, warum sage ich das? Wir haben hier 9 der Kelche. Das ist Gewinn, Gewinn durch Dreierbeziehung. Muss aber nicht sein. Aber sie ist definitiv eine Karte des Gewinnes. Du gewinnst hier etwas Gefühlsvolles. Ja, etwas, was überfließend ist, mit 9 der Kelche, ja. Also noch einer, also wir haben hier eigentlich 10 der Kelche, weil der eine ist hier, ja. Und hier kommen noch die 9 dazu. Es scheint mir, du machst wie eine Öffnung, wie dieser Pfahl, ja, wie er das Rad öffnet für neue Energie im Leben, wie einen neuen Atem hier. Und vielleicht fliegt hier eine kleine weiße Feder raus, lieber Zwillinge, für dich. Weil ich habe hier definitiv 4 der Stäbe. Und das ist die Vollendung. Das ist das Freudenfest, das ist die Verlobung. Das ist auch die kosmische Heirat. Oder kann die Heirat mit jemandem, das ist die Zwillingsflammenkarte auch, Portal 11 hier, aber es ist auch die Karte des Herzportales. Ich glaube, du gehst da durch. Und wenn man da durch will, ich weiß das, Lady Rowena, 11. Strahl, rosa Energie, Planet Venus, sie ist beim Aufstieg, wenn man den tun will, mit den aufgestiegenen Meister, mit der weißen Bruderschaft, ja, wenn man den Aufstieg tun will, haben wir 3 Portale, wo wir durch müssen. Das ist Ego-Abbau, Karma-Abbau und Herzblockaden-Abbau. Sonst kommen wir da nicht durch. Wir können, wenn das nicht läuft, können wir keinen Aufstieg machen. Das lernt man alles in meinen Ausbildungen. Es scheint mir, das ist ein Thema von dir hier, lieber Zwillinge, im Oktober. Weil du hast beruflich hier, vielleicht machst du sogar eine Ausbildung. Wenn du dich berufen fühlst, schau bitte die Videos dazu an, zu meiner Ausbildung zum Hohenpriester und Hohenpriesterin. Am Ende, wenn du alle 3 Ausbildungsmodule machst, weißt du, wer du bist. Glaub mir, du kommst nach Hause. Ich bringe dich nach Hause.
Wenn du fühlst, du willst so etwas tun, weil wir sind hier bei Beruf und Finanzen, man bekommt bei mir auch immer ein Zertifikat, man kann diese Ausbildung weitergeben, man bekommt Unterlagen dazu und du kannst natürlich auch Geld kreieren. Du sollst einen Austausch machen, ja. Hohepriesterin. Also hier geht es auch um eine Seelenaufgabe. Vielleicht bist du auf der Suche nach dieser Seelenaufgabe und du weißt vielleicht, wenn ich die erfüllen will, wenn ich diesem Ruf nachgehen will in mir, dass ich dienen will, dann muss ich hier loslassen von alten Strukturen, von einem alten Leben, von der alten Matrix. Wir sind am 13. September in die neue Matrix eingetreten, in dieses neue Gitternetz der neuen Göttin. Und du fühlst das vielleicht, weil du hast hier Königin der Schwerter. Definitiv wirst du hier sehr klar dir Gedanken machen. Du wirst auch eine Klarheit hier auch bekommen. Könnte auch auf eine Chefin hindeuten, die sehr klar denkend ist, eine sehr gute Führungs Natur hat auch, aber es sind vielleicht auch deine Qualitäten, weil du bist ja auch Luftelement, Schwert, Luft, Verstand, Analyse, Logik, Kommunikation. Ja, das passt alles zu dir, lieber Zwillinge. Und schau auch, wie die Eule die Flügel so schön offen hat, wie ein Schmetterling. Aber sie sieht hier auch im Dunkeln, ne? Das darf man nicht vergessen. Also sie sieht sehr klar durch die Dinge hindurch. Und das ist bei dir in Finanzen, Beruf die Energie im Oktober. Ich glaube, du schaust sehr klar darauf, was du wirklich willst hier. Und mit den neun der Schwerter kann ich sagen, hast du vielleicht hier noch ein bisschen Nebenzweifel, beziehungsweise es ist ein bisschen die Karte der schlaflosen Nächte. Du machst dir vielleicht sehr viele Gedanken darüber, wo soll ich beruflich hin? Was ist meine Aufgabe? Ich glaube, dir macht es keinen Bock mehr, irgendeine Arbeit zu tun, die für dich nicht mehr erfüllend ist. Und das raubt dir vielleicht manchmal hier ein bisschen der Schlaf. Aber ich kann dir sagen, du wirst darauf kommen hier. Liebe. Und Beziehung auch hier, König der Schwerter. Wir haben hier also eigentlich auch ein Paar mit der Königin und dem König. Könnte auch sein, dass du vielleicht mit deinem Partner, dass ihr etwas ganz Neues kreieren wollt, darum auch der Abschied. Vielleicht wollt ihr ins Ausland, vielleicht wollt ihr irgendwo ganz anders hinziehen, ein neues Projekt starten, vielleicht wollt ihr irgendwo in einem Hilfsprojekt mitmachen und ihr werdet weggehen und vielleicht kreiert das auch einen Abschied hier. Oder du hast einen Partner, der auch diese Qualitäten hat, genau wie die Königin der Schwerter. Einfach sehr klar denkend, sehr auch natürlich auch Wahrheit, Ehrlichkeit. Sehr gute Tendenzen hier mit der 10 der Kelche. Und da hätten wir es jetzt eben. Schau mal das an. Oben 9 und 1 habe ich noch gesagt. Braucht es. Dann kommen wir zu den 10. Und die hast du unten. Unten in Liebe und Beziehung. Das ist die absolute Erfüllung. Gefühlsmäßig, Kelche ist Wasser. Wasser ist Emotionen. Das ist the Rainbow Family. Vielleicht wirst du hier auch schwanger, lieber Zwillinge. Und das bedeutet natürlich der Abschied eines alten, das ist der Übertritt in ein neues, in eine Veränderung, in ein neues Leben hinein. Aber hier kommt ein Mensch in dein Leben, wenn er nicht schon da ist, wo dir alles ist. Wirklich wie eine Twin oder ein wirklicher Seelenpartner, weil Seelenpartner kommen in unser Leben, um das Schönste in uns hervorzubringen.
Das sind nie toxische Beziehungen. Das sind Beziehungen, die harmonisch sind, schön sind, lichtvoll sind. Hingegen beim Twin ist das am Anfang nicht so. Twins kommen zusammen und sie spiegeln am Anfang ganz, ganz stark ihre Schatten. Ganz, ganz, ganz schwierig, dir selbst in deinen Schatten ständig zu sehen, ja, und immer vice versa, sehr anstrengend emotional, auch wegen der Tiefe, es ist ja vor allem eine seelische, spirituelle Verbindung, aber wer es schafft, wer dranbleibt, wer daran glaubt, wer an sich arbeiten kann, wer selbst reflektieren kann und das schafft mit dem Twin, der hat die Vollendung. Diese tiefere Beziehung gibt es nicht. Ja? Das ist ja wohl klar, weil man ist ja eine Seele, eine Flamme. Und du hast hier die drei der Stäbe. Unglaublich, der Power in dieser Beziehung drin. Drei, Dreieinigkeit ist immer etwas, das definitiv fix ist. Ja? Und hier mit den Stäben, Feuerelement, wunderbare, schöne gestaltungskreative Energie hier, die in die Materie kommen will. Ja. Wow, wow, wow. Also eine fantastische, powervolle, sehr optimistische, zuversichtliche Legung hier für dich. Lieber Zwilling, lass mich wissen, was der Abschied hier noch ist. In den Kommentaren bitte. Mhm. Wie es stimmig ist für dich. Wenn es nicht stimmig ist, es ist ja eine allgemeine Legung. Und überhaupt schaut dir bitte Aszendent, Mond und Aszendent hier an. Und vor allem natürlich den Schlangenträger, auch der 13. Aspekt, den ich bereits auch in meinen Ausbildungen und hier in meine Legung integriert habe, schon vor einem Jahr, weil ich einfach weiß, dieses Zeichen gehört in die neue Welt, in das höhere Bewusstsein hinein, das ist der Schlangenträger, das verheimlichte 13. Zeichen, was eigentlich die Schöpfungsenergie ist, nämlich die Kundalini. Und wir müssen sie hineinnehmen, das ist klar. Ja? Und wenn du mehr darüber erfahren willst, in der Playlist, ich habe alle vier Playlists am Ende des Videos verlinkt, sie sind alle kostenfrei, in der Playlist Botschaften der geistigen Welt findest du drei Teile über das 13. Zeichen. Schau es dir an, wenn es dich interessiert. Du findest da sowieso überhaupt noch ganz, ganz viele interessante, kostenlose Dinge. Auch Reprogrammings, Meditationen und so weiter. Und in der Community, im Community-Bereich habe ich sogar eine Liste. Du scrollst durch und du kannst schauen, ob du eigentlich in der neuen Zeit, wo wir jetzt sind, noch ein Zwilling wärst. Ja? Du musst nicht, aber du kannst. Alles, alles freiwillig. Und nun kommen wir zum Meister und zur Meisterin, die dich im Monat Oktober noch in diesem Prozess begleiten wird. Spirit, bitte, Zwillinge. Zwillinge, Oktober. Ja, Isis. Magisches Manifestieren. Also Isis ist eigentlich nichts anderes als die ägyptische Göttin. Also im Sinne von der ägyptische Name, wie sie sie nannten, wie Aphrodite, Venus, Freya und so weiter, ist eigentlich Isis auch. Man sieht das auch hier, sie hat die Stierhörner mit der Sonne in der Mitte. Stier, Venus. Wunderbare Karte. Du wirst also eben etwas Magisches manifestieren und vielleicht musst du vorher etwas loslassen.
Isis, magisches Manifestieren. Deine Träume, Visionen und Ziele werden Wirklichkeit. Halte den Fokus. Wow, ich habe sowas von Gänsehaut. Oh, was für eine klare Botschaft. Gib nicht auf. Bleib dran, lieber Zwillinge, was auch immer du dir wünschst. Deine Träume, Visionen und Ziele werden Wirklichkeit. Halte den Fokus. Ja. Wow. Was für eine kraftvolle Legung für dich hier für den Monat Oktober. Wow, Zwillinge, ich wünsche dir ganz viel Licht und Liebe. Ich liebe dich von ganzem Herzen. Ich bedanke mich bei dir. Ich freue mich auf dich, auch wenn du eine persönliche Session oder Ausbildung bei mir machen möchtest. Und ich wünsche dir ganz viel Licht und Liebe. Bis bald und tschüss.